Ja, da sind wir wieder, ne? Zurück in der Schneelandschaft. Auf der Flucht vor den Feinden, die wir, wenn ich gerade mal recht überlege, eigentlich nur ablenken wollten, aber die uns jetzt gerade überhaupt nicht finden und deswegen wahrscheinlich weiterhin nach Joel suchen. Was? So, das war's. Was war es? Krass. Und geschafft. Ja, das hat viel gebracht. Da vorne kann ich nicht lang, ne? Ah. Oh. Ja, ich glaube, ich weiß, was es gebracht hat. Ich Schelm. Ich mache natürlich genau das, was ich hinterher als zweites machen soll, zuerst. Oh. Ich bin so ein Gangster. Was ist das hier? Ein Waldhotel? Da muss ich hin. Halte durch, Joel. Wir haben Joel gerade eine Spritze Penicillin gegeben, ohne in Kenntnis davon gesetzt worden zu sein, wie man das Zeug verwendet. Also, da wird schon alles in Ordnung sein. Was? Geht sicher, dass hier nicht ins Versteck. Was? Ah, mein Lauschmodus reicht nicht weit genug. Hey! Hahaha, verarscht! Heilige Scheiße! Verdammt, hat nicht geklappt. Komm, Ellie, Breakdance! Wuhu! Sind das nur zwei? Oh, was machst du denn hier? Komm raus, Kleine! Komm, Ellie, setz dein Messer ein. So wie du es bei den Polizisten am Anfang gemacht hast. Ellie, Ellie, Ellie! Mom. Oh, ja. Das wäre noch ein bisschen, noch eine Ecke dramatischer, wenn man nur einmal sterben dürfte in dem Spiel oder so. Also wenn man nicht sterben dürfte, wenn man tot wäre, dass das Spiel dann vorbei wäre. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Ich hab dich. Nein, hast du nicht. Nein, verdammt. Drecksack. Da hast du recht, Ellie. Oh, mieses Arschloch. Die hat eine ganz schön große Klappe. Oh. Mistkerl. Ich bin kein Kerl. Ich bin kein Kerl, du dämlicher Wichser. Siehst du? Ich denke, meine Argumentation war ziemlich stichhaltig. Noch jemand? Ich glaube, das waren sie, ne? So, mal schauen. Oh, oh. Nein, Ellie. Nein, ich habe ihm Headshot gegeben. Immer noch nicht. Ja. Na also. Drecksack. Noch mehr? Nee. Wie komme ich hier raus? Ja, ich, Ich schätze mal, dass es ziemlich offensichtlich ist, dass wir da rein müssen. Aber ich bin jetzt gerade ein bisschen überrascht. Was ist denn da oben? Haben wir mehrere Wege, in das Haus reinzugehen? Bringt es jetzt was, wenn ich den... Ich stelle den Container jetzt einfach dahin und lasse Ellie sich jetzt mal verausgaben hier. Ich will hier nicht festsitzen. Da oben ist auch irgendwie so ein... Komisch. Das ist, glaube ich, die große Entscheidungsfreiheit dieses Spiels. Aber
Wenn ihr mich fragt, so ein Spiel braucht doch keine Entscheidungsfreiheit. Wenn ihr mich fragt. Oh, wo geht's hier raus? Ja, hier, aber ich guck noch mal kurz hier im Keller. Da hätten wir ja auch reingekonnt und hier finden. Oh! Ich hätte mir schon gedacht, dass wir hier was finden. Voll? Ja, gleich nicht mehr. Nee, immer noch alles voll. Okay. Siehst auf dieser Seite der Hütte! Nein, ist sie nicht. Eddie. Oh, mieses Arschloch. Das lief schon besser. So, erstmal verbinden hier. Durch die Jacke durch natürlich. Hier ist, sonst ist hier erstmal niemand mehr. Aber zu finden gibt es hier auch nicht so besonders viel. Oh. Ich werde dich erledigen, du Drecksköl. Nein, du gibst uns keine Faust. Wir geben dir die Faust. Siehst du? Dafür wirst du bezahlen. Nein, werde ich nicht. Ich werde mich erstmal verbinden. Bitte niemand von hinten. Ich werde nicht bezahlen. Hallo. Hallo, ich habe kein Bargeld bei mir. Ich kann nicht bezahlen. Wollen Sie nicht die Polizei rufen? Die wird sich schon um alles kümmern. Wo ist er denn? Hä? Hä? Verdammt, verdammt! Oh, oh. Nein, 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 nicht so plötzlich, nicht so plötzlich. Du hast den Tod ebenso verdient wie deine Kumpel. Siehst du? Ja. Naja, jetzt verbinden lohnt sich eigentlich nicht, ne? Okay. Und 3, 2, 1. Halt still! Ich rette dir das Leben! So ist gut. So ist gut. Fühlst du dich? Super. Ja. Du solltest was essen. Du musst hungrig sein. Du warst lange bewusstlos. Was ist das? Es ist wild. Mit etwas Mensch als Beilage? Nein. Nein, versprochen. Es ist das Hirschfleisch. Du bist ein mieses Schwein. Oh. So ein vorschnelles Urteil. Wenn man bedenkt, dass ihr auch tötet. Wie viel waren's? Die haben uns keine Wahl gelassen. Und du denkst, wir haben eine Wahl? Ist es das? Ihr tötet, um zu leben. Genau wie wir. Wir müssen für uns selbst sorgen und tun, was notwendig ist. Na toll, und was jetzt? Werdet ihr mich in kleine Stücke hacken? Nicht unbedingt. Bitte sag mir deinen Namen. Du bist doch komplett durchgeknallt.
Ganz im Gegenteil. Ich war ziemlich ehrlich zu dir. Aber jetzt bist du an der Reihe. Es ist der einzige Weg, die anderen zu überzeugen. Überzeugen wovon? Dass du zu uns passt. Du hast Herz. Du bist loyal. Und besonders. Oh. Oh Mist! Dummes kleines Miststück! Du machst es mir wirklich schwer, dich leben zu lassen. Was soll ich denn jetzt den anderen sagen? Ellie. Was? Sag ihnen. Ellie war es, die dir den scheiß Finger gebrochen hat. Wie sagtest du noch? Hm? Kleine Stücke. Wir sehen uns morgen, Ellie. Ellie! Ja, offensichtlich, also ich kann mir ehrlich gesagt nicht erklären. Also wenn man sich das mal anschaut, in dem Moment, wo Ellie da hilflos ist, wacht Joel auf, aber... Ne? Das ist ja süß. Sie haben eine mentale Verbindung. Anders kann man sich das doch nicht erklären. Genau in dem Moment wacht Joel auf. Aber ganz gesund ist er auch noch nicht. Verdammt, wo bist du? Ja. Naja, wenn du dich gut genug fühlst, rumzulaufen, dann wie du willst. Kann ich raus? Will ich noch nicht machen. Hier ist aber nur noch ein bisschen Tuch und hier kann ich irgendwie auch raus. Habe ich jetzt einen Vorteil hiervon? Nee, scheinbar nicht. Nein, kein Vorteil. Ellie! Wo ist sie hingelaufen? Eher hingeritten. Wenn du dich daran erinnerst, wir hatten ein Pferd. Hatten. Warte, ist das Haus ist nicht auf. Oh, oh. Nein. Joel, du bist verletzt. Lass dich nicht treffen. Und ich muss mich jetzt gerade wieder daran gewöhnen, dass wir wieder alle unsere Waffen... Oh, so ein Zielfernrohr haben. Wo ist sie? Gefährlich! Okay, sie haben schon mal Angst vor uns. Das ist schon mal gut. Das ist sehr gut. Da hinten sind drei Stück. Hier müssen wir nochmal schauen. Haben wir irgendwas in dem Truck? Da ist nichts drin, was mich anglitzert. Dass Joel aber auch schon rennen kann. Irgendwie verwundert mich jetzt gerade ein bisschen, aber... Je nachdem, ne? Joel, wenn du dich gut fühlst, dann renn nur. Aber bricht mir nicht zusammen. Oh, sie sehen uns nicht. So oder so, ihr werdet reden.
Wir haben sie noch gar nicht gefragt, was wir wissen wollen. Und wie sollen sie reden, wenn sie alle tot sind? Vielleicht will Joel aber auch nur ein bisschen Gesellschaft, jetzt wo Ellie weg ist. Ladada, Material mag ich so gern. Ist schön, wieder einen vollen Rucksack zu haben. Hab dich, Arschloch! Oh nein. Wir machen kalt. Nicht dasselbe wie in der Uni. Nicht dasselbe, nein. Scheiße! Was willst du von mir? Was soll das? Du bleibst hier. So. Das Mädchen. Ist sie am Leben? Welches Mädchen? Ich kenne kein Mädchen. Fuck! Jetzt sieh mich an. Sieh her. Ich hole die verdammte Kniescheibe raus. Das Mädchen. Sie lebt. Sie ist Davids neues Spielzeug. Wo? In der Stadt! In der Stadt! Jetzt wirst du es mir auf der Karte zeigen. Es ist hoffentlich derselbe Punkt, auf den dein Kumpel zeigt. Mach schon. Da ist es. Er bestätigt das. Frag ihn doch. Na los. Ich leg nicht. Verdammte Scheiße, Mann. Er hat dir doch alles gesagt. Von mir erfährst du einen Scheißdreck. Ist schon okay. Ich glaube ihm. Nein, nein! Mach schon auf. Na los, komm. Hör auf damit. Ich hab dich gewarnt. Ich bin infiziert. Ich bin infiziert. Wirklich? Und du auch. Genau da. Roll den Ärmel hoch. Guck sie an. Ich mach das Spiel mal mit. Was hast du nochmal gesagt? Nichts passiert ohne Grund, ja? Was zur Hölle ist das? Sie wäre längst verwandelt. Die will uns nur verarschen. Für mich sieht's verdammt echt aus. Mist. Mann, was ist denn bloß los mit denen? Oh. Willst du hin, Ellie? Das ist meine Stadt. Ich hätte nicht gedacht, dass der da aus dem Fenster guckt. Aber wenn es seine Stadt ist, dann sollten wir möglichst schnell raus. Warte, oder rein. Ich brauche eine Waffe. Haben wir. Ach, verdammt, wir haben den Rucksack nicht dabei. Okay. Ich schaff das. Was? Wo. Warte. Hä? Wohin müssen wir? Müssen wir über. Warte, mussten wir überhaupt. Ach, hier. Ah. Ja, klar. Ich bin schon mal froh, dass Eddies Taschenmesser wenigstens nicht kaputt gehen kann. Das ist. Ein Vorteil von immenser Wichtigkeit. Infiziert. Was? Das
Mädchen. Sie ist infiziert und geflohen. Das ist schlecht. Ach, was für infiziert. Das ist nur eine blöde... Nun, das habe ich euch nur so gesagt. Oh, verdammt. Wo bist du, du Dreckchen? Ich bin hier hinten. Ich sorge nur dafür, dass ich gesund bin. Und was ist mit dir? Hier ist hier noch was? Nee. Warte, den können wir mit unserem ewig haltenden Messer von hinten treffen. Kommt, nicht umdrehen. Neue Waffe, Revolver. So neu ist sie jetzt auch wieder nicht, aber wenigstens zumindest schon mal eine Waffe. Ich gehe hier lang. Geh nach da drüben. Ja. Drei Leute. Oh, oh, er kommt rein. Und er ist weg. Und er hat direkt vier Schuss für uns, also insgesamt vier Schuss am Wert. Ja, ja, alles okay, alles okay. Keine Sorge. Da hinten, okay, da kommt jetzt einer. Scheiße, jemanden hat's erwischt. Ja, jemanden. Dich auch. Ausschwärmen! Oh. La 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 la. Haha, wir sind klein genug hier durchzuklettern. Und direkt daneben ist eine Tür. Oh. Du weißt nicht, wo wir sind. Du weißt es nicht. Komm nur her. Komm nur her in meine kleine Spielbude. Oh, Scheiße! Hallo? Ich hab Dreieck gedrückt. Ich werde dich... Aber dann, so geht's offenbar auch. Ich hab von rechts noch ein paar Leute gehört. Aber egal, komm. Ich lauf einfach mal hier hinten lang. Normalerweise sollten die mich in dem Schneegestöber nicht sehen können. Wenn ich jetzt mal auf meinen inneren Sinn für Logik höre. Denn genauso wenig sehe ich etwas. Und ich glaube, ich bin hier sogar schon richtig. Oh, sie sind überall. Wo lang, wo lang? Oh. Verarscht. Und immer dieses Knallgeräusch da, dieses, das mir anzeigt, dass mich jemand entdeckt hat. Ich bin nicht entdeckt worden. Und bei dem Schnee kann ich überhaupt gar nicht sehen, wo hier welche sind. Was ist hier? Oh. Was? Oh, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wo zum Teufel ist das Scheißgehör? Direkt hinter dir. Nein, 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 nein. Nicht umdrehen, du blöder Spasti. Das sollte eine Überraschung werden. Da hast du deine Überraschung. Ich verstehe auch überhaupt keinen Spaß hier. Ich will nur spielen. Naja, ich halte mich immer links. Sollen wir das... Ach nee, warte mal, muss ich immer rechts halten, glaube ich, an dem Irrgarten. Aber gut, was soll's, komm, schaffen wir schon. Ich glaube, das kann zu einem echten Problem werden. Wir haben schon ein Problem und wir werden es lösen. Bleibt wachsam, findet sie. Aha. Warum haben wir nicht Beißen als neue Attacke gelernt? Dafür wird das kleine Biest bezahlen! Komm nur her. Oh, Scheiße! Ich will jetzt gerne beißen. Warum beißen wir die nicht einfach? Das stimmt schon irgendwie, was die sagen. Ich höre schon jemanden kommen. Ich sehe in diesem Bereich nach. Oh. 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 Oh.
Nicht schießen. Ich schieße. Warte, wo ist er? Wo ist er? Du wirst hier nicht. Haha. Das stellt sich. Jetzt stellt sich die Frage, warum beißen wir nicht? Was für ein Logikloch. Wir hätten eigentlich von Anfang an als Ellie die Attacke. Wir brauchen überhaupt keine Waffen. Wir laufen einfach durch und beißen jeden. Aber gut, sie sterben dann nicht sofort. Stimmt schon irgendwie. Verdammt, habe ich nicht dran gedacht. Wo soll ich hin? Verflucht. Ich dachte, die Probleme sind gelöst. Stimmt. Aber vielleicht sind sie dann so verwundert, dass sie einfach stehen bleiben und nichts mehr tun, wenn wir sie gebissen haben. Naja. Wo sind sie? Weiß ich nicht, aber ich laufe einfach immer links lang. Hat sich ja bisher bewährt. Und es hat das geht doch. Wieder geklappt. Hm. Medikit sofort gesehen. Hier ist hier noch was. Hier ist nichts. Ist schon mal schön. Was? Oh, Scherben. Ist aber irgendwie. Nee. Hier scheint nicht mehr viel zu sein. Naja. Du hast es geschafft. Schon okay. Du kannst nirgends hin. Willst du raus? Dann hol dir doch den Schlüssel. Gerne doch. Aber das erst in der nächsten Folge, weil ich irgendwie gerade Bock habe, Ende zu machen. Ha, 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 ha. Ja. Bewertet dieses Video und ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich muss mich mal einen Moment, bevor ich jetzt hier mich frohen Mutes in die nächste Folge verabschiede, muss ich mich mal kurz anders hinsetzen. So, jetzt bin ich wieder bereit für weitere Aufnahmen. Denn, ja, jetzt wird's lustig. Nur nicht für euch. Ihr müsst nur knappe 24 Stunden warten. Bis dahin, macht es gut.